Liebe Oldenburger, ich darf Sie begrüßen zu einer neuen Folge von Nachdenken mit Jaspers Dialoge zur Zeit. Ich habe heute im Studio Dr. Rainer Jacobi, ein gelernter Physiker und heutiger Philosoph, der aus dem Erzgebirge stammt, an der Universität Bonn wirkt und der als Persönlichkeit in der DDR aufgewachsen jemand war, der dort nicht wohl gelitten war aufgrund seiner politischen Einstellung. Herr Jacobi, wie begann Ihr Weg als Wissenschaftler in der Schule, der politisch so anders war als der anderer? Ja, es war zunächst nicht mein Verdienst, weil die DDR-Bildungspolitik darin bestand, was man gut verstehen kann, anderen Schichten, die bislang vermeintlich der Bildung ferngehalten wurden, zu bevorzugen. Das heißt, dass im Umkehrschluss Menschen, die aus eher bürgerlichen Verhältnissen kamen, das war bei Ihnen der Fall, es schwer hatten. Ja, und bei mir war es so, dass der Vater eine sehr besondere Figur war, 1891 geboren. Man würde heute sagen, ein Manager der Textilindustrie in der Zeit zwischen den Kriegen, damit in Systemnähe kam seinerseits und nach dem Krieg dann von den sowjetischen Besatzungstruppen entnazifiziert wurde, wie das damals hieß, und dann im Dienst dieser Alliierten stand als Koordinator des Aufbaus der Textilindustrie in der SBZ. Damit eine sowohl gebrochene als auch dem Arbeiter am Bauern Selbstverständnis der DDR fremde Figur. Und es war bei uns so, dass man sehr oft musste man Formulare ausfüllen, die die Herkunft offenlegten, und dann waren sie immer schon abgestempelt, bevor sie selbst überhaupt zu Wort kamen. Das war diese Besonderheit, die dann unverdientermaßen gefördert wurden und die anderen, die unverdientermaßen ins Abseits gerieten oder aber politisch imprägniert wurden, wie in meinem Falle. Man musste sich zurechtfinden. Und die Besonderheit dann war, dass ich jeden Bildungsabschluss auf Umwegen erringen musste, weil die Förderungen fielen aus und man musste natürlich immer auch Klassenprimus sein. Das war also ein Leistungsdruck und ein Anerkennungsbemühen. Und gab es in der Schulzeit Erlebnisse, die Sie politisch haben wach werden lassen, neben dem, was Sie quasi an Drangsalierung erlebten auf dem Weg der Bildung? Ja, da gibt es natürlich sehr viele Dinge, aber eines ist vielleicht berichtenswert. In meine Schulzeit, also in die Gymnasialzeit, bei uns hieß es damals Oberschulzeit, also auf dem Weg zum Abitur, fiel das Jahr 1968. Also auch wir im Osten hatten ein 1968, ganz anderer Art. Das war der Einmarsch der sowjetischen Militärs gemeinsam mit der NVA, der Nationalen Volksarmee der DDR, nach Prag. Und dieser Einfall erfolgte über das Erzgebirge. Sprich, wir erlebten über zwei Tage die Truppenbewegung vor Ort. Das war im August, am 21. August 1968. Das Datum ist wichtig, das sich uns eingebrannt hat. Erinnerung. Dann beginnt die Schule Anfang September und unser Deutschlehrer und die Lehrer wurden angewiesen, dann natürlich zu Schulbeginn die politisch korrekte Geschichte dieses Vorfalls zu erzählen. Die waren fest instruiert, was das eben war, nicht? Also eine Kollaboration des Klassenfeindes und so weiter. Und unser Deutschlehrer begann die Stunde, er hatte die erste Stunde mit der Formulierung: Wenn über eine Nacht hinweg Panzer vor dem Haus fahren, denkt man an Krieg. Das war es, dann kam noch einiges dazu und dieser Lehrer bekam dann Berufsverbot. Ich habe ihn in späteren Jahren verfolgt, weil er für mich eine prägende Figur wurde. Er war der erste Vaterersatz. Mein Vater starb sehr früh, eben weil er schon älter war. Und er wurde der erste Vaterersatz. Und da habe ich das erlebt, was Berufsverbot heißt in DDR-Zeiten, auch eine sehr seltene Erfahrung. Es war fast klüger als im Westen,
Diese Menschen bekamen ihr volles Gehalt und wurden von ihrem Dienst freigestellt. Eine besondere Form der Demütigung. Und dann wurde dieser Mensch nach der Wende Amtsleiter im Landratsamt für den Aufbau der schulischen Infrastruktur. Fand ich sehr passend. Und jetzt die kleine Pointe. Bei der Auswahl von Gymnasialdirektoren stellte er die Frage, ob sie ihm sagen könnten, wo sie am 21. August 1968 waren. Also eine Frage in den frühen 90er Jahren. Das sind dann bald 25 Jahre zurück. Und das fanden die meisten eine Zumutung. Was wollen Sie, am 21. August 1968, was soll das? Und das war für ihn dann ein Kriterium des Unterscheidens. Das heißt, ob jemand das historische Bewusstsein hatte für diese einschneidende Zäsur in der deutschen Geschichte auch. In einem Stück deutsche Geschichte. Ja. Sie haben selbst dann auf Ihrem Berufsweg nach dieser umwegigen Schulzeit mit diesen eindrücklichen Erfahrungen mit doch widerständigen Lehrern die Laufbahn erstmal eines Physikers eingeschlagen, der in einer sehr besonderen Situation an der TU Dresden studieren, aber auch dann forschen können sollte, was da nicht gelang, das wiederum auch politische Zusammenhänge hatte. Können Sie uns das ein Stück erläutern, wie es sozusagen zu diesem Abbruch dieser Karriere als Physiker kam? Also es war natürlich zunächst, das ist auch eine nachholende Beobachtung, die mich selbst betrifft, das Interesse galt den Geisteswissenschaften von Anbeginn, aber ich für meinen Teil hatte die Erfahrung gesammelt, dass ein Studium dieser Fächer in diesem Lande wenig attraktiv war. Das sahen viele anders, aber für mich... Das heißt, dann, man hätte marxistische... Man hätte zumindest mit dieser starken politischen, ideologischen Konnotierung sich einrichten müssen. Mhm. Das war ja auch in den Schrifttum bekannt. Und da ich damals schon viele... Über Antiquariate übrigens, das war eine ganz entscheidende Stelle im sonst hermetisch geschlossenen System, dass die Antiquariate waren die Fluchtorte für Literatursuche, weil sie kauften wie auch heute Gelehrtenbibliotheken auf. Es gab ja auch ältere Menschen an der Erde, die ihren älteren Buchbestand ins Antiquariat schafften. Dann konnten sie tolle Sachen finden und dann hatten dann auch schon Antiquariate durch staatliche Organe Verkaufsregulierung. Das finde ich ganz spannend, dass man nicht alles, selbst da nicht alles kaufen konnte. Da braucht man entsprechende Kontakte und ging das. Kurzum, ich hatte ein breiteres Lektürespektrum damals schon, hatte ein Interesse an Geisteswissenschaften, wusste aber, es macht wenig Sinn, die hier zu studieren. Dann hatte ich immer Naturwissenschaften, hatte ich immer große Interessen und habe ich einfach dann Physik gewählt. Und in der Tat, es gibt eine kleine Oase physikalischer Grundlagenforschung in der DDR, das Kernforschungszentrum Rossendorf. Das war relativ bekannt für Insider. Und ich war in dieser Phase vermutlich physikalisch begabt, das weiß man ja zuvor nie von sich selbst. Die Lehrer haben das so gesehen und wollten mich gern dann dorthin weiter delegieren. Und das fördern war quasi. Ein Fördern, ein Forschungsstudium heißt sowas dann in diesen Zeiten. Und da hing immer unausgesprochen mit Bildungsförderung, was man verstehen kann. Es war dann gewissermaßen der Weg zur Elite dieses Landes. Und damit erhob sie den Anspruch, dass diese Menschen sich nicht nur fachlich als elitetauglich erweisen, sondern auch natürlich Vertreter der politischen Grundordnung sind. Und das heißt Parteimitgliedschaft, SED-Mitgliedschaft. Das wurde Ihnen angetragen? Ja, sehr nachdrücklich. Und das konnte ich nicht. Und damit begann meine Zwischenstellung, die immer wieder an diesem Punkt gelangte. Bei jedem Versuch, sich beruflich zu entwickeln oder auf Förderungen reagieren zu können, kam dieser. Das heißt, in Ihrer Situation waren Sie eben noch nicht fest in einer Stellung, sodass Sie wie Ihr Deutschlehrer hätten dann quasi weiter existieren können. Sie müssten etwas anderes suchen, wo Sie im Grunde nach dem Studium, was dann nicht weiterging in eine Promotion, existieren konnten. Und
Was gab es da? Ja, da gab es, also es gab einen, da wurde für mich eine Besonderheit der DDR, die ich eher als einengend empfand, wurde fast lebensrettend, weil wenn man so eine, das war auch noch eine Besonderheit, wenn man eine Förderung, die man vom Fachlichen her verdient hatte, aus politischen Gründen nicht in Anspruch nahm. Das war eine sublime Form von Verweigerung, die man sehr wohl auch beachtet hat und gesehen hat. Das war ein staatskritischer Akt. Und der Undankbarkeit. Wurde, ja, mindestens Undankbarkeit. Das Studium war ja auch frei, es war kostenlos, es gab Stipendium. Also die DDR empfand das auch als eine Geste, den Menschen gegenüber sie zu bilden. Und das war dann illoyal, ja. Und dafür war das System sehr, sehr empfänglich und sehr sensibel. Und in solchen Fällen, da gab es Beispiele, die einen solchen Weg ausschlugen, die wurden dann ja zwangsvermittelt. Die kamen nicht ins Gefängnis, aber sie bekamen Arbeitsstellen, die man sonst freiwillig ungern aufgesucht hätte. Und da rettete mich vor einer solchen Abschiebung eine Besonderheit dieser Bildungsformen im Osten damals. Ich hatte ja immer alle Abschlüsse auf dem zweiten Weg, also auch Abitur, auf dem Umweg über eine Berufsausbildung mit Abitur. Und diese Berufsausbildungen waren an Betriebe gebunden, die diese Schulen finanzierten. Und die Delegierung zum Studium, es hieß auch so, Delegierung zum Studium, waren verbunden mit einer Einstellungssicherheit nach dem Studium, fast wie heute die dualen Studiengänge, also das war dem sehr nahe. Und das fand ich als Einengung, man konnte das aber auch ausschlagen. Und in meinem Falle war es die Rettung, weil ich durch persönliche Vermittlung dann den Betrieb, der mich delegiert hatte, ja, daraufhin ansprechen konnte und er mich vor dieser politisch orientierten Abschiebung bewahrt hat. Das heißt, Sie sind dann erstmal in diesen Betrieb zurückgegangen? Ja. Und haben dort gearbeitet, aber waren auch nicht wirklich glücklich wahrscheinlich auf Dauer. Das ist es, ne? Ja. Es war ein Kompromiss, ist klar, war kein schlechter Kompromiss, hat mich im Prinzip dem späteren Weg näher gebracht, weil es durch Zufall einfach der prominenteste Hersteller für medizinische Überwachungstechnik im ganzen ostdeutschen Wirtschaftsraum. Das war unser Siemens. Und wir hatten auch entsprechende Kontakte mit Siemens Anwendungen. Wir hatten ja die konfessionellen Krankenhäuser in DDR-Zeiten und da konnte man Verbindungen aufbauen. Da habe ich sehr, ich habe das meistens gemacht und dann konnte man eben den Betrieb dieser Geräte des Konkurrenten oder des Marktführers studieren. Und wir stellten dort diese Überwachungsapparaturen her und da gab es eine Abteilung Forschung und Entwicklung und da war ich 6 Jahre tätig. Und das war interessant zwar, aber auch wieder, es war nicht ganz meine frei gewählte Stelle und ich kam immer auch wieder an Stellen, an denen die Arbeit schwierig wurde, unangenehm wurde, belastend wurde. Und dann ist ja eigentlich ganz ungewöhnliche Sache, dass Sie nach dieser Zeit in einem Betrieb, wo Sie im Grunde angewandte Forschung betrieben haben, würde man sagen, heute die Chance erhielten, an einer sehr renommierten Institution innerhalb der DDR, die aber weit ausstrahlt über die DDR hinaus, die sogenannte Leopoldina, die älteste Akademie der Welt, wissenschaftliche Akademie, ein Stellenangebot erhielten durch einen der dortigen Professoren. Wie hat sich das zugetragen? Wie war Ihre Zeit dort? Ja, das war eigentlich bekommt man so ein Angebot nicht. Es war auch nicht in dem Sinne ein Angebot, als ob es diesen Markt gegeben hätte. Es war eine Nothilfe. Ich machte eine sehr eigentümliche Erfahrung, weil ich mit dieser Berufsausübung durchaus nicht ganz zufrieden war, versuchte ich, meinen Arbeitsort zu wechseln. Das war von Seiten der DDR. Des DDR-Selbstverständnisses nicht vorgesehen oder nicht gefördert. Man ging davon aus, dass man an dem Ort, an dem ein Schicksal verschlägt, bleibt, Familie gründet und sich einrichtet. Das war so ein gewünschtes Lebensmodell.
und ich habe Probleme mit allzu großer Ortsbindung. Sie sind ein beweglicher Mensch. Ja, ich brauche Veränderung. Und dann war ich aus vielerlei Gründen, nicht nur politischen Gründen, einfach auch unzufrieden. Ich wollte gerne einen neuen Beruf probieren. Da hatte ich Kontakte mit mehreren Institutionen, unter anderem natürlich Krankenhäusern, weil die Medizintechniker, wie die hießen ja, das waren alles Naturwissenschaftler, in Krankenhäusern angestellt werden konnten. Da habe ich einige Versuche unternommen. Ging immer irgendwie nicht, hat sich nicht einrichten lassen. Es kam nicht zu diesem, man muss ja dann ganz korrekte Formen des juristischen Abwickelns einer solchen, auch den Aufhebungsvertrag machte man dann, dort wurde man neu eingestellt. Das war also nicht ganz einfach. Das funktionierte nicht. Und dann hatte mir ein Direktor eines Institutes für biomedizinische Grundlagenforschung an der Akademie der Wissenschaften in Berlin, den ich schon länger kannte, der Interesse daran hatte, an meiner Mitarbeit, dann mal gesagt unter vier Augen, ja, wissen Sie, es heißt dann immer bei Ihnen, wenn man dann dem Vertragsabschluss nahe ist, dass der Betrieb, das konnten die Industriebetriebe dann mit einer Formel, Unabkömmlichkeit. Und dann hatten wir keine Chance. Und ich kann Ihnen sagen, es gibt da eine Behörde, die es gut findet, dass Sie da bleiben, wo Sie sind. Also sprich die Staatssicherheit. Ja, die hatte mich schon länger in Beobachtung und die fand einfach, damit war das für Sie geklärt, dieses Problem, dass Sie so ein Mensch in geordneten Verhältnissen. Und an dieser Leopoldina in Halle gelang es, Sie sozusagen loszueisen von Ihrem anderen Standort? Es gibt dann gewissermaßen, dann war meine Suche nach diesem, nachdem ich wusste, ich komme auf reguläre Weise aus diesem Berufsbindung nicht heraus, war meine Suche nach Nischen. Gibt es in diesem Land, in diesem politischen System Räume, in denen dieser staatliche Zugriff seine Grenze findet? Mhm. Das ist die Kirche natürlich naheliegenderweise. Das wäre auch möglich gewesen, aber es ist eine Entscheidung mit, was war 80, mit 30 Jahren, da habe ich gezögert. Mhm. Und dann ergab es sich durch Kontakt wiederum, durch eine Person dieser Akademie, die ich kannte, die hat schon Tagungen besucht, auch dieser Akademie damals, schon während des Studiums. Sie war bekannt und man musste sie suchen. Sie war nicht der Öffentlichkeit präsent, aber sie war eben da. Man konnte sie finden, auch ohne Internet ging das. Es gab Publikationen, die wurden auch in der DDR verlegt, standen natürlich in keinem Schaufenster, aber man konnte sie bestellen. Und auf die Weise habe ich sie kennengelernt, die Akademie, und dann auch einen dieser Herausgeber dieser Schriften. Und dem habe ich mal dann irgendwann um 80 herum mein Schicksal geschildert in einem Brief. Und daraufhin kam dann mal irgendwann, das war ein sehr prägender Tag in meinem Leben, kam diese Mitteilung, wir hätten eine Stelle frei, wenn Sie Lust haben, können Sie sich mal vorstellen, wir schauen mal. Und dann wurden Sie quasi nach dieser Vorstellung dort an der Leopoldina in Halle wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsbereich? Nein, Forschung in dem Sinne betreibt die Akademie nicht. Sie ist eine alte Gelehrtenakademie. Sie veranstaltet Tagungen. Sie lebt gewissermaßen von einer Art Infrastrukturservice. Mhm. Sie lädt die Mitglieder, die weltweit verstreut sind, regelmäßig ein. Kleine Tagungen, große Tagungen. Und sie macht ein großes Programm an Publikationen. Sie hat eine sehr große Bibliothek, die zurückreicht bis in die Gründungszeiten, also bis in das 17. Jahrhundert und noch älter. Also auch, das sind auch einfach kulturhistorisch wichtige Schriften. Und sie hat ein Archiv von den Materialien ihrer früheren Mitglieder her begründet. Also ganz verschiedene Arbeitsbereiche, Wissenschaftsmanagement, Tagungsorganisation, Archivarbeit, Bibliothek und mein Bereich war die Redaktion dieser Zeitschrift. Das heißt, Sie waren quasi als wissenschaftlicher Redakteur, kann man sagen, sowohl in die Tagung wie in deren Aufbereitung in Buchform beteiligt und hatten dann sozusagen auf einmal unerhört viele Kontakte, wahrscheinlich auch zu westeuropäischen, westdeutschen Gelehrten, Wissenschaftlern, die nach Halle kamen oder für ihre Publikationen schrieben.
Ja. Das ist ja eine enorme Sache. Dann. Ja, das war natürlich, das war von mir gar nicht weder beabsichtigt noch gewünscht. Das ergab sich, wie so vieles in diesem Kontext eines unfreien Umfeldes, geschieht vieles aus Situationen der Not und des Mangels heraus. Und Sie sind quasi aus einer Situation des Mangels und der Not gestrandet auf einer Insel, könnte man sagen. Ja. Diese Insel, die doch innerhalb dieser Insel sehr große Freiräume hatte. Ja, das liegt an einer Besonderheit, die man aber auch nicht wissen konnte als Außenstehender, die sich bei mir ergab, weil ich natürlich aus den Erfahrungen heraus, die ich machte mit dem beabsichtigten Wechsel, natürlich gefragt, ja, wie geht das? Ich gelte in diesem Betrieb als unabkömmlich. Bislang gelang das nie. Und wie wollen Sie das bewerten? Meinten Sie, das muss nicht meine Sorge sein, dieser Zugriff ist in unserem Falle nicht zu befürchten und Sie können dort ganz mit gutem Gewissen kündigen, was man in der DDR-Zeit eigentlich nicht machen konnte. Das Kündigen war der Weg in die Arbeitslosigkeit eigentlich. Es waren immer Aufhebungsverträge, immer mit dem Partner, der einen dann neu einstellt. Ich habe meinen Partner gar nicht genannt, ich habe einfach gekündigt. Und dann gab es auch einen Besuch durch die entsprechenden Behörde in der Akademie in Halle. Das ging schon. Die kamen dann, die wurden auch sehr höflich empfangen. Und dann war es ein Gespräch und dann war die Sache erledigt. Die durften nicht mal Einsicht nehmen, die Akten. Weil diese Leopoldina so eine Art Schutzraum war, ja. Und etabliert in der DDR. Da gibt es einen Staatsvertrag zwischen der Regierung der DDR und der Akademie für diese Einräumung dieser begrenzten Freizüge. Und diese Privilegierung, kann man ja sagen, hatte auch eines an sich, dass sie auch galt für die Möglichkeit, den Schriftverkehr mit Wissenschaftlern zu führen, ohne dass dieser Schriftverkehr über die Staatssicherheit kontrolliert werden konnte, wenn ich richtig verstehe. Ja, natürlich kontrolliert wurde am Ende alles irgendwo, aber es war ja so, natürlich konnten sie immer alles tun. Sie konnten auch Briefe schreiben an Verwandte oder an Bekannte im westlichen Ausland. Nur sie mussten dann wissen, dass das ihre berufliche Integrität in Gefahr bringt. Das wurde ihnen auch gesagt. Und je nachdem, wo man angestellt war, und für mich damals im Bereich der Forschung und Entwicklung, wäre es unmöglich gewesen, Westkontakt zu haben. Das war bekannt. Und das vermied man dann auch, um die berufliche Orientierung zu erhalten. Und dennoch hatten andere eben Briefkontakte, das war schon möglich. Aber man wusste auch, dass diese Briefe natürlich auch gelesen werden. Und das blieb auch dann später. Nur es fiel diese Gefährdung des beruflichen Ortes weg. Das war der entscheidende Punkt. Weil sie dort angekommen waren. Ja, als Mitglied oder als Mitarbeiter dieser Akademie konnte ich beliebig Korrespondenz pflegen, ohne dass es meine Anstellung gefährden würde. Das war der entscheidende Punkt. Und das nutzten Sie auch? Ja. Es war natürlich verfloss das ja mit dem Arbeitsvollzug. Darum war das ja klar. Wir hatten ja ständig Briefkontakt mit diesen Autoren für die Zeitschriften und mit den Tagungsmitwirkenden. Und dann kam mein privater Briefwechsel noch mit dazu. Das war dann mal. Das ging eins. Ja, zum Teil vermischte es sich auch, weil dann aus Kollegen, die man kennenlernte, sei es bei Tagungen, sei es für Publikationen, entstanden persönliche Kontakte. Und dann kam es da auch zu einem persönlichen Briefwechsel. Das war zum Teil auch vermischt. Und einer dieser Korrespondenten ist jemand, der hier auch sozusagen in der alten Bundesrepublik sehr bekannt war, der Physiker und Philosoph Karl Friedrich von Weizsäcker, der für Sie ja kein Unbekannter war, als Sie dort anfingen in der Leopoldina. Sie hatten ihn schon als Student, glaube ich, gehört. Wenn Sie das ein Stück erläutern könnten, wie kommt man zu so einer Bekanntschaft? Ja. Nun war es, ist klar, für jemanden, der geisteswissenschaftlich interessiert ist, der physikalisch nicht ganz unbegabt ist, stößt man auf den Namen sehr früh, auch in DDR-Verhältnissen. Und es war eine der ersten bewussten Lektüren, war diese Vorlesung von Karl Friedrich von Weizsäcker nach dem Zweiten Weltkrieg
Natur und Geschichte bei Wandenhoek Ruprecht. Eine schmale Broschüre, das war mein erstes bewusst erinnertes Lektüre-Erlebnis, vielleicht so mit 14, 15. Weil er war mir ein Begriff, immer wieder Schriften in Antiquariaten von ihm gesammelt. Dann konnte man, was ich sehr intensiv betrieben habe, natürlich Rundfunk hören. Rundfunk war gut zu empfangen. Da waren meine zwei großen Bildungsformen, war die Funkuniversität im Rias nachts und der Bayerische Rundfunk. Da hat man sehr viel erleben können. Ja, und dann Karl Friedrich von Weizsäcker war lange schon Mitglied dieser Leopoldina, was ich nicht wusste. Aber er nutzte diese Besuche in der DDR ständig, um einerseits öffentlich präsent zu sein in irgendwelchen Vorträgen. Und seine Prominenz machte das auch möglich. Und dann kam noch etwas hinzu, das war gelegentlich auch heikel. Man wusste, dass natürlich von der Stasi das begleitet wurde. Das waren Gespräche, die er gern führte mit Studenten in den evangelischen und katholischen Studentengemeinden. Und da hinein bin ich mal geraten, und das war vielleicht während des Studiums 72, 73, und da habe ich ihn persönlich kennengelernt. Und seitdem gibt es eine langsame Entwicklung, die erst sehr zögerlich war und dann mit meinem Eintritt in die Akademie natürlich sehr intensiv wurde. Das heißt, dann kamen Sie ins Gespräch über Themen der Physik, aber vor allem auch wahrscheinlich der Philosophie, die ja für Weizsäcker, der ursprünglich Atomphysiker war, dann zum Lebensberuf wurde. Er war in Hamburg Philosoph an der Universität. Das heißt, da haben Sie sozusagen einen philosophischen Gesprächspartner gehabt, der Ihre Fragestellung aufgreifen konnte, Sie anregen konnte, selbst weiterzudenken. War das so eine Art Modell, auch mit dem Gespräch zu lernen, oder wie hat man sich das vorzustellen? Es gab damals eine gemischte Situation. Das waren die 80er Jahre, die ja doch auch ein Prozess der Destabilisierung waren. Und da spielte immer auch diese Figur Karl Friedrich von Weizsäcker eine Rolle, weil er ja nicht nur der Physiker war, nicht nur der Philosoph war, sondern eben auch zum Beispiel lange Jahre Kirchentagspräsident. Und politisch aktiv ja auch. Politisch aktiv, aber immer auch diese Brücke über die Kirchen nutzte, weil der Bund der evangelischen Kirchen, wie das damals hieß, in Ost-Berlin, war ja eine Schwesterinstitution der EKD in Hannover. Und er hatte immer dafür gesorgt, dass es auf kirchlichem Wege Austausch gibt. Und das hat sehr befördert, der damalige konziliare Prozess zur Bewahrung der Schöpfung. Es war ein dann späterhin weltweiter ökumenischer Ansatz, um aus christlicher Verantwortung ökologische Lebens- und Denkformen einzubringen. Das heißt, was heute in die ganzen Klimadiskussionen läuft? Das geht ja auch der Grünen-Bewegung im Westen voraus. Und das war gewissermaßen eine Ökologie, die aus der Verantwortung des Denkens erwächst. Und natürlich auch, wenn man an Weizsäcker denkt, der ja selber am Atomprogramm der Nationalsozialisten als Physiker beteiligt war, auch aus einer gewissen Art der Selbstreflexion, Jaspers würde sagen, des Schuldeingestehens. Ja. Wir haben als Physiker an der Zerstörung unserer Wirklichkeit im Sinne sozusagen auch des möglichen Atomkrieges mitgearbeitet. Der früheste Effekt dieses Schuldeingeständnisses war seine Mitarbeit an der Erklärung der Göttinger 18 gegen die atomare Wiederbewaffnung der Bundeswehr. In den späten 50er Jahren? Ja. Wo damals Jaspers natürlich noch ganz stark dagegen gewesen war. Mit Otto Hahn und all den führenden Atomphysikern Deutschlands. Gut, also da ist Weizsäcker der auch politisch aktive Physiker und Philosoph, der mit Ihnen ins Gespräch kommt und der sozusagen so ein wichtiger Anker im Westen für Sie wird als Korrespondenzpartner. Ja. Und dann kommt die Wende 89, die für Sie wahrscheinlich auch einen dramatischen Einschnitt bedeutet hat, eine Wende auch im persönlichen Leben. Weiß nicht, wie Sie
die Zeit erlebt haben. Ja, das ist natürlich ein ganz weites Feld. Machen wir es kurz, aber ja, das doch wir, prägnant. Müssen wir kurz machen. Weil an der Selbstbeschreibung der Wende kann man bis heute auch einen Eindruck gewinnen über den Ort der Menschen bis hin zu ihren persönlichen Geschichten, die dann sich mit der Wende verbinden oder durch die Wende frei kommen oder aber zu Krankheiten führen. Also ein ganz weites Feld. Und oftmals war die Wende von vielen als Überraschung empfunden worden und als, ja, auch als Bedrängnis des Neuen. Man wusste ja nicht, was da kommt. Und für mich war es einfach vom familiären Kontext her ein Ereignis, das ich erwartet habe. Als Öffnung? Erwartet. Einfach daraufhin gelebt habe, es ersehnt habe. Das ist eine Sache, die mich bis heute wieder in eine Minderheitsposition bringt mit meinen Freunden und Bekannten in Ostdeutschland. Also eine kleine Beobachtung nur, um die Stimmung zu vermitteln. In den 80er Jahren, wo man anfing, auch über sowas reden zu können, es war eine etwas offenere Zeit, vor allen Dingen dank Gorbatschow dann, aber auch überhaupt die 80er, konsiliarer Prozess in Polen, Solidarność, es war einiges in Bewegung. Da weiß ich noch, die Ostdeutsche waren auch immer schon Menschen, die gern verreist sind, und Hochgebirgserfahrung gab es in Osteuropa in der Tatra, das war das Nächste, gab zwar Ural auch, aber da kam man nicht hin, auch die SU war nicht frei bereisbar, aber nach der Tschechoslowakei, damals nach Polen, nach Ungarn, konnte man relativ freizügig reisen, und Hochgebirgserfahrung war attraktiv, Tatra. Und da ging es immer darum, dass man mir auch das erzählte und fragte, warum ich sowas nicht machen würde. Und da sagte ich damals schon, ich erinnere mich da ganz eigenartig, nein, wir haben in Deutschland auch Hochgebirge und ich warte, bis ich in die Alpen fahren kann. Und da konnten Sie fahren? Ja, aber das habe ich nicht gemacht dann. Bin nicht, hatte keine Zeit zum Reisen. Und Sie fuhren, und das finde ich interessant, Sie haben dann einen Ort aufgesucht in Deutschland, mit dem auch gerade wirklich von Weizsäcker vertraut war und der auch für Jaspers sehr entscheidend war, als akademischer Ort, als ein Ort der Forschung, des Philosophierens, des Fragens, Heidelberg. Ja. Die evangelische Fest. Ja. Ein Ort des Zusammenkommens von verschiedenen Wissenschaftlern über Themen, die über Fächergrenzen hinausgehen. Dort waren Sie nach der Wende zu Gast. Ja, das war eine Denkfabrik, wie man heute sagt, der evangelischen Kirchen, die gegründet von Georg Picht, dem, man kennt ihn meist als Bildungsforscher, aber er war auch ein Philologe, eigentlich von der Ausbildung her ein Philologe, ein Altphilologe, der aber diesen Sensus hatte für die Bildungsprozesse in Gesellschaften, daher ja auch lange Jahre Direktor des Internats in Böcklerhof war. Mhm. Und dann 1958 wurde diese Institution gegründet als eine Art Beratungsinstanz, also eine wissenschaftliche Beratungsinstanz für Kirche und für die Bundesregierung. Und das erste war durch Friedensgutachten, damals 83, Doppelbeschluss, also auch immer schon eine sehr politische, eine sehr friedenspolitisch orientierte Einrichtung. Und dann kamen so peu à peu die neuen Themen, Ökologie, Biomedizin, Bioethik, das waren dann Themen, die diese kleine Institution versuchte, von ihrem Bestand her zu begleiten und zu bearbeiten. Und Gründungsfiguren und prägende Figuren waren von Anbeginn neben Georg Picht Karl Friedrich von Weizsäcker und sein Sohn Ernst Ulrich von Weizsäcker. Daher die ökologische Orientierung in der Fest. Und es ist ja so, dass für Heidelberg dann eine dritte Person mit Namen Weizsäcker für Sie dann entscheidend wurde, der damals nicht mehr lebte, der Onkel von Karl Friedrich von Weizsäcker, Viktor von Weizsäcker, der Internist war von Hause aus, immer auch sich als philosophierender Arzt verstand, schon 1957 verstarb, und dessen Erbe in Heidelberg an der Inneren Klinik, an der Klinik für Psychosomatik, hochpräsent war. Ja.
Und wenn ich das richtig verstehe, ist über Ihre Beziehung zu Karl Friedrich von Weizsäcker auch der Blick auf den Onkel Viktor und sein psychosomatisches, anthropologisches Werk zustande gekommen. Ja, da spielte vieles zusammen. Natürlich, ich geriet hinein in dieses Zusammenspiel. Karl Friedrich, der Bruder von Richard von Weizsäcker, hatte den Vater Ernst von Weizsäcker, der im Auswärtigen Amt im Dritten Reich tätig war, dann später Botschafter des Dritten Reiches im Vatikan und eine Figur der besonderen Art. Das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Aber natürlich ein Mensch, der viel unterwegs war, der auch zuvor schon Gesandter war. Und daher hat die Familie erstens einen häufigen Ortswechsel gehabt und es gibt eine sehr schwache Beziehung der beiden Söhne, die immer schon einen gewissen geistigen, einen besonderen geistigen Anspruch hatten, zu ihrem Vater. Da fiel gewissermaßen aus. Und das Eigentümliche in dieser Familie war, dass sowohl für Richard, der ja deutlich jünger war als Karl Friedrich, als auch für Karl Friedrich, also für einen Juristen und für einen, der eher Physik, Philosophie von Anbeginn anzielte, für die beiden hochbegabten Kinder wurde der Bruder des Ernst zum geistigen Vater, schrieb mal Karl Friedrich in einem Brief an mich. Viktor wurde ihm zum geistigen Vater. Ach. Kompensatorisch, weil der eigene Vater war wenig zu greifen. Wenn es dann Situationen gab, in denen man einen Rat suchte, gibt es auch einen wunderschönen Brief von Richard an den Viktor, wo er einfach persönlich um Rat sucht. Mit so um die Zeit nach dem Krieg, als er studierte, in Göttingen Jura studierte, dann wandte er sich an seinen Onkel, nicht an den Vater. Und es gibt also bei beiden einen Briefwechsel auch. Kurzum, für Karl Friedrich war sein Onkel anfangs ein menschlicher Berater. Und das setzt sich fort in einer eigentümlichen Weise. Und darum ist die Philosophie für den Viktor nach wie vor ein rätselhaftes Feld. Er ist in der deutschen oder in der wissenschaftshistorischen Wahrnehmung in Deutschland der Begründer der Psychosomatik. Er war lebenslang Arzt, hatte aber zu Beginn seiner Entwicklung auch Philosophie studiert, bei Windelband, bei Rickard. In Heidelberg. In Heidelberg, bei Jonas Kohn in Freiburg. Hatte von frühester Studentenzeit an einen engen freundschaftlichen Kontakt mit Franz Rosenzweig. Dem jüdischen Philosophen. Jüdischen Philosophen mit Hans Rosenstock Hüssi. War immer schon philosophisch orientiert. Kurzum, die Verbindung zu dem Karl Friedrich ist für mich nochmal wichtig, weil Karl Friedrich anfangs ihn als den geistigen Vater erlebt und dann später, als Karl Friedrich Philosoph wurde, durch Begabung, nicht durch Ausbildung, und in Hamburg berufen war und dort dann wiederum Menschen zu Philosophen ausbildete, die wiederum keine waren, das waren oftmals Naturwissenschaftler. Klaus-Michael Meyer-Abich ist so ein prominentes Beispiel, der durch Studium bei Karl Friedrich von Weizsäcker aus einem Naturwissenschaftler zum Philosophen werdender Mensch. Und dort ist berichtet, immer wieder wird es von Schülern von Karl Friedrich berichtet, dass wenn Karl Friedrich in der Vorlesung den Eindruck hatte, auf ein besonders schwieriges philosophisches Thema zu stoßen, dann gelegentlich sagte, das hätte ich gern mit meinem Onkel besprochen. Das heißt, in dieser Figur Viktor von Weizsäcker hat sich dieses Interesse zwischen den Disziplinen noch mal stärker fokussiert, auch als eine Art Vermächtnis der Familie. Ja. Das Philosophische immer mit Naturwissenschaften auch zusammenzudenken. Und Sie selber sind sozusagen über diesen engen Kontakt zu Karl Friedrich in diesen Raum des zwischen den Disziplinen Denkens der Familie von Weizsäcker hineingeraten, der in Heidelberg natürlich, auch wenn man an Karl Jaspers denkt, auch andere Akzente besaß in der damaligen Diskussion. Das heißt, Sie sind als jemand, der Weizsäcker für sich entdeckt, automatisch auch in das Gespräch über Karl Jaspers mit hineingeraten. Ja, ja. Und
Weizsäcker, so kann man glaube ich sagen, ist für Ihre zweite Lebenshälfte nach 1989 vielleicht die intellektuell bestimmende Figur der Auseinandersetzung geworden, der Sie Ihre ganze Leidenschaft des Arbeitens, Forschens, Nachdenkens, Organisieren gewidmet haben, indem Sie heute Präsident der Gesellschaft sind, die seinen Namen trägt und die sich um das Erbe von Viktor von Weizsäcker bemüht. Ja, man kommt ins Grübeln. Und das verstehe ich auch bei vielen Mitgliedern dieser Gesellschaft, dass sie nicht nur glücklich, sondern es auch gewöhnungsbedürftig fanden, dass ein Nicht-Kliniker, ein Nicht-Mediziner diese Gesellschaft repräsentiert. Das heute? Ist, ja, heute. Das ist ein, wir hatten ja, die ist ja schon etwas älter, die Gesellschaft, die feiert in diesem Herbst ihr 25. Jubiläum in München, sehr prominent besetzten Tagen zum optimierten Menschen. Und sie war bis vor kurzem, bis vor vier Jahren, war sie repräsentiert durch Kliniker, die aus der Tradition der Psychosomatik kamen. Und für viele war das selbstverständlich, dass diese Gesellschaft ärztlich repräsentiert wird. Das, finde ich, ist nicht zwingend, weil für meinen Blick auf die Person, auf das Werk Weizsäckers, wäre es durchaus angemessen, und das fanden dann auch einige, darum kam es zu der Wahl, dass auch in dieser Figur des Vorsitzenden sich mehrere Disziplinen abbilden. Und das nur, wie gesagt, als eine Wahrnehmung mit Blick auf dieses Amt. Weil die Figur Weizsäcker beschränkt sich nicht auf die Medizin. Das heißt, in Ihrer Person ist jemand für die Dinge Weizsäckers zuständig, der die Akzente ein Stück anders setzt, ja, als das klinische Ärzte, Mediziner setzen würden. Ja. Und das ist gelegentlich auch umstritten. Der im Grunde im Sinne von Karl Friedrich Weizsäcker stärker auf philosophische Aspekte, ja, Kultur, philosophische Fragestellung, anthropologische Fragestellung zugeht, die für die Mediziner sich von Hause aus nicht direkt verstehen. Ja. Sondern diese denken immer klar an klinischen Bezüglichkeiten. Ja, na gut, sie reagieren natürlich auch auf eine Not in ihrem Fach. Inwiefern? Weil viele Ärzte natürlich ich weiß nicht, ob nur die Älteren oder die Jüngeren, das ist sicher in allen Lebensbereichen der Fall. Aber die Älteren kommen noch aus anderen Bildungshintergründen. Und sind zum Teil irritiert angesichts einer Entwicklung, die hocheffektiv zwar ist und die niemand missen möchte, aber die einen ganz anderen Zugang zum kranken Menschen pflegt, der diesen anders ausgebildeten und anderes mit im Kopf habenden älteren Ärzten zumindest fragwürdig erscheint. Das heißt, Sie würden mit Viktor von Weizsäcker etwas ansprechen, was Karl Jaspers als eine Form des existenziellen Gespräches mit dem Patienten ausdrücken würde, wo es darum geht, Krankheiten sind etwas, die auch mit mir als Person, ja, meine Biografie, meinen inneren Befindlichkeiten, meinen Wertentscheidungen zu tun hat. Und diese Dimension von Biografie und Wertentscheidungen muss, so verstehe ich Viktor von Weizsäcker, mit ins Gespräch, ja, um die Krise der Erkrankung sozusagen in ihrer Ganzheit zu verstehen, ihrem Sitz im Leben für den Patienten. Ja, man kann das vielleicht ganz kurz auf die Formel bringen. Ist die Krankheit, also aus der Sicht vor allen Dingen Viktor von Weizsäckers, ist die Krankheit etwas, das man genau erkennen und beschreiben muss, um es beseitigen zu können? Der Mensch ist in einer Not durch die Krankheit und dieser Not soll abgeholfen werden. Und ein naheliegender Weg ist dann, diese Auslösungen der Not zu beseitigen. Und das wäre sozusagen der Weg der etablierten Medizin. Bis dahin hat man auch Reparatur in diesem Modus, oder aber bis hin zu neueren
Erwartungen, diese Krankheiten gar nicht erst zur Krankheit werden zu lassen. Und Weizsäcker findet die Krankheit als eine Weise des Menschseins. Für ihn gehört die Erfahrung des Krankwerdenkönnens zum Ganzen des menschlichen Lebens dazu. Also Gesundheit, es würde dem menschlichen Leben etwas fehlen, wenn es die Erfahrung des Krankwerdenkönnens nicht hätte. Und die Krise der Erkrankung, wenn ich es richtig verstehe, als etwas, das uns herausfordert. Ja, und das kann man auch bis hin dann natürlich mit dem Wunsch nach Beseitigung begleiten. Das ist dann nicht die Frage, wohin das dann führt. Aber erstmal geht es darum, ist die Krankheit das Fremde, das Vermeidbare, das zu Vermeidende, das weil den Menschen Störende, das nicht zu ihm Gehörende, oder glaube ich die Grundeinstellung, es ist ein Teil seines Lebens. Und dann kommen natürlich noch verschiedene Momente des, da kann man sich auch sehr, sehr streiten dann, in welchem Sinne gehört dann die Krankheit zur Erfahrung des Menschen. Aber Weizsäcker bringt noch einen zweiten Gedanken hinzu, der weniger jetzt den Ort der Krankheit im Leben beschreibt, sondern die Genese. Und die ist für ihn tatsächlich mit dem Lebensgang im weitesten Sinne. Auch der Biografie ist einzelne. Der Biografie, auch der Umgebung, der Umwelt, sowohl der Belebten wie der Unbelebten, der geschichtlichen Umwelten. Krankheiten sind für Weizsäcker auch Beziehungstatsachen oder Beziehungsstörungen. Und er betont den eigenen Anteil. Das finde ich auch sehr wichtig, dass wir sind an dem, was uns vermeintlich widerfährt, auf irgendeine verborgene Weise selbst beteiligt. Das heißt, es ist sowohl der Fall, dass Krankheit etwas ist, was den Blick auf meine Umwelt lenkt, auf meine Beziehungssysteme, in denen ich mich befinde, mit denen ich im Austausch stehe. Aber auch, wenn ich richtig verstehe, der letzte Punkt, dass Krankheit mich fragen lässt, wie sieht es mit meiner Einstellung aus? Wie lebe ich? Was tue ich? Was sind die Gründe, die in mir in einer gewissen Art und Weise dafür gesorgt haben, dass diese Krise ausgebrochen ist? Und das, würden Sie sagen, sind dann Dinge, die nach Viktor von Weizsäcker in das Gespräch zwischen Patient und Arzt gehören, um ein Bewusstsein zu schaffen von der Situation, in der man sich befindet, um eventuell für sich, aber auch gemeinsam Wege zu finden, diese Krise in irgendeiner Weise zu wenden. Ja, sie sind schlicht therapierelevant. In einem ganz schlichten Sinne verschafft eine solche Form der Begegnung zwischen Arzt und Patient dem Arzt ein Wissen um Möglichkeiten des angemessenen Therapierens und dem Patienten ein Wissen davon, was in seinem Leben vielleicht weiterhin anders verlaufen sollte. Es hat für beide einen ganz schlicht therapeutischen Charakter, indem man diese Geschichte der Verbindung einer bestimmten Krankheit mit einem Menschen sich näher betrachtet. Das heißt, Weizsäcker als Arzt ist jemand, der sehr umfänglich denkt. Ja. Die Umwelt spielt eine Rolle, die Mitwelt eines Menschen und die Innenwelt. Ja. Und alles will sozusagen im therapeutischen Prozess bedacht sein. Das heißt, der Mediziner, der im weizsäckerschen Sinne eine umfassende, ganzheitliche Medizin macht, muss weit ausgebildet sein, muss weit gesteckte Interessenlagen haben. Ein Anspruch, der in einer spezialistischen Welt sehr schwierig wird. Ein Anspruch, der nicht in unserer arbeitsteiligen Wissenschafts- und Kulturwelt schlicht nicht einlösbar ist. Muss man natürlich einräumen. Und die Arbeit Ihrer Gesellschaft, wenn ich Sie richtig verstehe, die ja auch dann die Herausgabe seiner Werke in sich trug, das heißt, Sie haben über längere Zeit, ich glaube auch noch mit Karl Friedrich von Weizsäcker in Verbindung. Ja, er ist einer der Herausgeber der gesammelten Schriften. Die bei Suhrkamp als 10-bändige Gesamtausgabe erschien, prominent in den 80er, in den 90er Jahren, glaube ich. Ne? Ja, seit Mitte der 80er, der Beginn dieser Ausgabe, der übrigens auf einen wichtigen Nestor und eine prägende Figur der Wiederentdeckung und der Pflege dieses Werkes vor der Gesellschaft, war ein
Ein Schüler eines Schülers oder ein Schüler eines engen Mitarbeiters, Viktor von Weizsäcker, ein damals in Heidelberg tätiger Neurologe, der Schüler von Paul Vogel war, einem sehr, sehr wichtigen Mitarbeiter und Schüler Viktor von Weizsäckers und dieser Neurologe in Heidelberg. Dieter Jans, ein prominenter Epileptologe dann geworden, ging nach Berlin 1973 und war, auch interessant, so schließen sich Kreise, war sehr früh von Georg Picht als Kurator in den Kreis des Kuratoriums der Fest in Heidelberg berufen worden. Und dieser Dieter Jans machte gemeinsam mit Ernst Ulrich von Weizsäcker einen Leseworkshop zum Hauptwerk Viktor von Weizsäckers, der Gestaltkreis. Eine Art, kann man sagen, wissenschaftsphilosophische Abhandlung. Und dieser Workshop mit Vertretern der Disziplinen, die dafür nötig sind, Neurologie, Physiologie, Philosophie, Theologie, eben dieses berühmte Spektrum bei Weizsäcker, dieses Unterfangen führte zu der Entscheidung, diese Werke sollten wieder bekannt gemacht werden. Das war der Weg zu Suhrkamp und dann 1973 war noch viel Zeit nötig und 1986 beginnt die Ausgabe bis 2005, 30 Jahre, und 20 Jahre. Und Sie sind jetzt im Moment auch mit dabei, was ja auch, glaube ich, hochspannend ist, sich um die Beziehung Viktor von Weizsäckers zu einem auch für die Bundesrepublik wichtigen philosophischen, politisch-philosophischen Gelehrten zu kümmern, Dolf Sternberger, der vielen bekannt ist als Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen im Feuilleton-Bereich, als ein Begründer der Zeitschrift Die Wandlung, an der Karl Jaspers mitgearbeitet hat im Nachkriegs-Heidelberg und als ein Mann, der sozusagen auch nicht auf eine Disziplin festzulegen war, sondern Philosoph von Hause aus, ein politischer Philosoph wurde und in allen Gebieten der Wissenschaften sich umtat und mit Viktor von Weizsäcker schon seit den frühen 30er Jahren, wenn ich das recht erinnere, in einem engen Gesprächsverhältnis stand, auch in einer Art inneren Emigration gemeinsam. Vielleicht können Sie da noch einen Satz zu sagen. Ja, das ist eine ganz spannende Geschichte, weil sie auch das Spektrum wieder von diesem Viktor von Weizsäcker deutlich werden lässt und das Verhältnis zwischen Weizsäcker und Jaspers im Hintergrund etwas Beleuchtung erfährt. Sternberger war Schüler von Karl Jaspers, studierte bei ihm und war immer schon literarisch interessiert, literarisch motiviert. Er musste schreiben. Und er schrieb seinen ersten großen Essay zum Phänomen des Komischen in der Literatur, auch in der Öffentlichkeit, in der Kultur, die Rolle des Komischen. Der Narr, der Idiot bei Dostojewski, Charlie Chaplin, das sind Figuren, die das Interesse von Sternberger mit um die 20 war da gefunden haben und ging mit diesem Entwurf zu Jaspers. Und das war für Jaspers kein philosophisches Thema. Das heißt, er blitzt bei Jaspers ein Stück ab. Und ging dann mit demselben Papier, mit diesem Entwurf zu dem Nachbar von Jaspers, weil er wusste, dieser Viktor von Weizsäcker, er wusste nichts von diesem Mediziner Weizsäcker, aber er war jemand, der eine Kulturzeitschrift herausgibt, die Kreatur, gemeinsam mit Martin Buber und Josef Wittig und fand einfach, ich schau mal nach. Und aus der Vorlage dieses Textes, aus den Gesprächen dazu entstand eine Lebensfreundschaft zwischen dem dann 20 Jahre älteren Kliniker und dem Dolf Sternberger. Bis dahin, dass Viktor von Weizsäcker in einem großen Reformprojekt Sternberger als Mitarbeiter einige Jahre hatte, wo es um die Reform der Rentenversicherung ging in den späten 20er Jahren. Sozialmedizinische Reform. Sie kennen sich seit den späten 20ern und das gemeinsame Interesse ist die Berührung Medizin mit Politik und Gesellschaft. Und ein weiteres Thema, dem Sie sich ja auch sozusagen zuwenden als Weizsäcker-Forscher, ist sein Verhältnis zur Anthropologie und zur Religion vor allen Dingen auch.
und das ja auch in der letzten Zeit durch Vorlesungen, die er hielt, direkt nach Ende des Krieges, ja, die ja auch wohl erscheinen sollen. Ja, ja. Das ist eine ganz eigentümliche Parallelität, dass aus der Familie Weizsäcker in diese politische, kulturelle, psychologische Orientierungsnot nach den Kriegen, in diese Not hinein ein Angebot gemacht wird. Der Viktor macht das nach dem Ersten Weltkrieg und der Karl Friedrich nach dem Zweiten, mit einer großen Vorlesung, die offen ist für alle Fakultäten. Die Vorlesung Karl Friedrichs war die Natur und Geschichte, die mein erstes Lektüreereignis war, und die Vorlesung von Viktor fand 1919, 20, jetzt vor 100 Jahren in Heidelberg für alle Fakultäten offen statt und hatte den Titel Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, Unterzeile Grundfragen der Naturphilosophie. Und dann kann man sagen, es ist ein entlang der Genesis, okay, aber es war die religionsphilosophische Grundlegung seiner Anthropologie. Ein Text, der zum Teil veröffentlicht war, immer schon, der bekannt ist, aber in der Weizsäcker Rezeption bislang keine Rolle spielte. Und es gibt einen Teil, der im Nachlass gefunden werden konnte, und wir versuchen jetzt eine Edition des verfügbaren Materials. Und von dem, wenn ich es richtig verstehe, Sie auch erwarten, dass davon Impulse für aktuelle Diskussionen ausgehen können. Ja. Es gehört gewissermaßen, würde ich denken, in den Kontext dessen, was wir jetzt im Herbst auch zu erwarten haben, von Jürgen Habermas, Glaube und Wissen, als ein Spätwerk dieses Menschen, der immer wieder auch mit Viktor von Weizsäcker in Berührung geriet. Er war immerhin beteiligt, gemeinsam mit Mitscherlich, an der Entscheidung, der frühen Entscheidung, als die Reihe bei Suhrkamp STW gegründet wurde, Suhrkamp Taschenbücher Wissenschaft, ging es um die ersten, immer ganz wichtig bei Reihengründung, wie sind die ersten Bände? Ja. Und in diese Reihe der ersten Bände gehörte der Gestaltkreis von Viktor von Weizsäcker, und das war ein gemeinsam mit Mitscherlich von Habermas und Dieter Henrich und Bunselt getragene Auswahl. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, heißt diese Adelung des Denkens von Viktor von Weizsäcker, dass die Aktualität eines Denkens zwischen Disziplinen die naturwissenschaftlichen, medizinischen Bereiche nicht abkoppelt von Philosophie, nicht abkoppelt von Grundlagenfragen in der Anthropologie, nicht abkoppelt von Fragen der Futurologie, könnte man sagen, fast. Etwas Entscheidendes ist für unsere Wissenschaft und unsere Lebensgestaltung und auf ihr Leben nochmal gemünzt, dass Räume, in denen solche Gespräche stattfinden könnten, zwischen Wissenschaftlern, zwischen Beteiligten wie die Leopoldina in Halle oder auch die Fest in Heidelberg für die Universitäten notwendige Räume sind, damit solche Entwicklungen stattfinden können, die ja immer an Menschen gebunden sind, die miteinander sprechen. Und es dürfen auch gern kleinere Räume sein, die vielleicht auch vermutlich oder vermeintlich abseitig sind. Und ich finde, das ist der große Schatz und die große Verantwortung und die Verpflichtung, die Sie mit so einem geschaffenen Raum übernehmen in Form des Karl-Jaspers-Hauses in Oldenburg. Das ist ein Raum, der die Begegnung ermöglicht, etwas entkoppelt von den Ritualen der großen Unternehmungen. Universitäten, Akademien sind große Unternehmungen, die auch zum Teil anderen Forderungen folgen müssen. Aber hier ist es nötig, dass eine alte Tradition, die wir dank der Romantik in Deutschland kennen und pflegen, dass wir die Begegnungen zwischen Menschen brauchen, Räume. Auch zum Teil geschützte Räume. Und so sehe ich diese Begegnungsmöglichkeiten in Oldenburg. Und ich bin dankbar, hier auch seitens unserer Gesellschaft an diesem Profil des Hauses mitwirken zu dürfen. Herr Jacobi, wir sind dankbar für dieses schöne Schlusswort, das für diese kleinen Räume ein Plädoyer einlegt. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen bei Nachdenken mit Jaspers und bis zum nächsten Mal. Guten Abend.